Ja, herzlich willkommen zurück bei den Eierdieben. Wir stehen hier nach wie vor am Obelisken und sind bereit, uns aufzumachen in die Wüstengegend auf Scorched Earth. Mit dabei sind Asrak Hi. und unser Gusman. Moin, moin. Ja, Tiere sind hochgeladen, unsere Taxitiere hier untergebracht im Gehege. Und jetzt, was noch zu tun ist, ist, dass wir uns selbst transferieren auf Scorched Earth. Und das werden wir jetzt tun. Oh, schon weg. Okay. Battleton of the Ark. Gut. So, wie waren das? Wir werden zu uns einer jetzt anderen. als Gruppe Genau. verlieren. Das heißt, also es wird jeder einzeln an dem Spawnpoint rauskommen Ich habe keinen Server gefunden. auf Scorched Earth. Du musst den Haken wegmachen bei. Alles klar. Gut. Hi, Genie. Grüß dich. So. Grüß dich, mein Lieber. Willkommen bei Ark. So, lad, 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 lad. Warum wir kein Passwort eingeben müssen, ist, weil. Guzman, kurz erklärt. Wir Weil, erkennen uns an der Steam-ID, ne? ja genau, der Spieler erkennt uns an der Steam-ID. Der Grund dafür ist eine Passworteingabe beim Wechsel auf einen anderen Cluster führt dazu, dass man rausfliegt. Und wenn man über die Steam-ID die Abfrage macht, wer auf den Server darf, passiert das nicht. So, das ist Scorched Earth und wir wählen welche Landezone? Ich sehe gerade, wir können gar Süd? nicht direkt hin. Wir nehmen am besten Süd 1. Ha? Ja. Süd 1, alles klar. Gut, Süd 1. Das ist hier dieser helle Bereich, den hier anzeigt. Das da können wir ignorieren, das ist alles Rotz. Und so Ne? Ihr seht, weiter. dieser helle Bereich springt. Also Überlebende schaffen! Und wir sind da. Nee, Wow. ich hab einen weißen Bildschirm nur. Okay. Okay, hier habe ich irgendwie Stress. Ich weiß auch gar nicht, was hier friedlich und feindlich ist. Alles ist feindlich. Alles. Okay, hier gibt es richtig Stress. Ich verschwinde. Wir sind hier in einer Art Wüstenzone. Oh, hier rennt schon Tiere rum, das gefällt mir nicht. Wo ist denn der nächste? Dieser grüne Obelisk, Der müssen wir da rote, hin? rote, rote. Rot, wir wollen nach Rot. Rot, okay. Er hat mich wieder rausgekickt. Keine Ahnung, was hier feindlich ist und was nicht. Geh mal davon aus, wenn du was siehst, dass es feindlich ist. Ich sehe hier nur. Okay. Das ist ein Dödel. Natürlich wird's dunkel, das war ja klar. Oh, es wird jetzt nicht Nacht, oder? Das könnte schon Na. sein. Ich hasse es, wenn die Tiere rennen. Meistens haben sie nämlich einen Grund dafür. Ja, der Grund bist dann du. Ah, nein, hier nicht. So, warum Okay. bei mir jetzt das Pausenbildschirm ist, ist ganz klar. Die. So, schalten wir mal um. Das ist ein Känguru. Oh, Ja. sieht das goldig aus. Voll goldiges Känguru. Oh! Und dahinter ist ein Skorpion. Alles klar, das ist nicht goldig. Okay, wenn der Okay, da hat sich doch aufgehängt. aufs Känguru scharf ist, hole ich mal die Shotgun. Und zum Glück haben wir eine Taschenlampe ran montiert. Haha! Okay. Okay, so sage ich mir das auch. Solange die Pflanzenfresser So, gebunden wunderbar. Pflanzenfresser, alles gut. Also zum Roten. Ja, zum Roten. Ich bin auf dem Weg. Mit gezogener Shotgun. Oh Mann. Was ein Start. Wir brauchen unbedingt eine Hütte. Wir brauchen unbedingt Betten. Wir brauchen unbedingt alles. Betten haben wir Natürlich. mit Ja, und aber gesetzt. Adler sind aber nicht friedlich. Ah, nein. verdammt. Wollen nur spielen. Ja. Oh, Wolf. Das ist ein Geier, okay. Der will mir gerade nix.
Können wir mal so ein bisschen Deckung nehmen. Das ist natürlich ideales Gebiet für Skorpione. Sehe nichts. So. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Skorpion. Da ist er. Okay. Er ist da unten, ich bin hier oben. Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Super. Mann. Das ist ja ganz klasse. Shit. Wo ist er hin? Oh, fuck. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wo ist er hin? Scheiße! Sobald er nämlich abhaut, hat er einen besseren Weg zu mir gefunden. Kacke! Leck mich doch! Dieser Drecksack! Ich trau dem keinen Meter. Stimmt, kommt er von oben. Die Ratte. Scheiße. Seid ihr schon da? Nee, ne? Nein. Nee, scheinbar nicht. Von einem. Oh, Säbelzahntiger? Oh. Umzingelt von. Wölfen und Terrorbirds. Mhm. Ist super, dass es so schön dunkel ist. Ja, es ist geil. Echt, das ist der beste Zeitpunkt, um auf diese Kackkarte zu kommen. Ich komme da nicht hoch. Alles andere wäre ja auch zu einfach. Nachdenken, 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 nachdenken. Was habe ich dabei? Ich bleib hier gerade erstmal zwischen den ganzen Pflanzenfressern. Und dass er immer noch die Taschenlampe ausmacht, weil ich mal ins Inventory geguckt habe, das nervt mich auch. Rrr. Scheiße. Oh, Wolf. Wie viel Uhr haben wir? 22.21 Uhr. Mann, mach das Licht an! Wenn ich hier runtergehe, fasst mich bei der Skorpion doch wieder an den Eiern, oder? Wo ist er hin? Oder ist er runtergefallen? Go, Paratze, go! Zeig's ihnen! Weiblicher Skorpion, Level 20, mit einem Herzchen. Wenn er ein Herzchen hat, hat er einen männlichen Skorpion in seiner Nähe. Das heißt, die sind zu zweit. Ja. Yeah. Ich sehe nichts. Ja, vielen herzlich willkommen, Leute, bei Ark im Dunkeln. Scheiße, echt. Das ist doch scheiße. Nachts allein in der Wüste. Das ist so kacke. Bewundert mit mir den Sternenhimmel. Mal gucken, ob wir den großen Wagen finden. Nein. Der Mond sieht ja schon sehr nett aus. Warum haben die alle den gleichen Mond? Da hätte ich mir gewünscht, dass so ein Doppelmond oder sowas oder so ein anderer Planet zu sehen wäre. Und irgend sowas, weißt du? Nicht so ein Mond. Na gut. Aber das glaube ich hier jammern auf ganz hohem Niveau, oder? Ein bisschen. Okay. Honey Dragon? Ich komme, Verlaine, ich komme mit dem Wolf im Schlepptau. Okay, hier lang, hier lang, hier lang. Ja. Okay, jetzt sag mal, wie habt ihr euch denn schon gefunden auf der Karte? Er hat eine Taschenlampe ran. Ich hab auch eine an. Okay, da kommt der Wolf. Ah, warte mal. Oh. Ja, aber nee, das seid ihr nicht. Wenn wir Fell haben und große Zähne, sind es nicht wir. Mhm. Okay, jetzt zweite Säbelzahn wird vom Morellatops weggemacht. Wunderbar. So. Nee, das ist erleuchtet von dem Airdrop. Wichen, wenn er. Hier, ich habe überhaupt keine Ausrüstung mehr, ne? Naja. Bleibt mir mal. Können wir vielleicht zum roten Obelisken, dann hätten wir die Tiere. Ja. Ich versuche gerade, weil hinter uns waren eben. Der Richtung waren eben Wölfe, pass auf. Hier gewartet. Gehen wir vielleicht so rum, ha?
Ja, wegen mir. Da komme ich nicht hoch. Okay. Ungefährlicher Wolf. So ärgerlich. Ich komme da nicht hoch. Nehmen wir den Anlauf. Okay. Mist. Gut. Ich glaube, das war's. Ich muss hier doch echt aushalten. Wie hoch ist das Risiko? Da komme ich nicht ran. Wenn ich hier die runter. Die ganze Zeit am Verhungern. Soll ich dir was geben? Wenn du. Ja, also bevor er tot ist? Ja, wär vielleicht nicht schlecht. Wow, mein Essen ist weg. Könnt ihr aber ein paar. Pilze, Bären. Meat Jerky. Wow, okay, mein Fleisch ist irgendwie. Ja, dann hat er das Fleisch gekillt schon. Da ist ein Skorpion. Hier ist ein Wolf. Da ist ein Skorpion. Wo sind der jetzt hin? Da runter. Frage, ist da Skorpion frei? Aber ich sehe noch nicht mal, wo ich hinlaufen muss. Nein, die patrouillieren da rum. Okay. Okay, von dem Wolf getötet worden. Ja. Welcher Level ist das? Level 20, okay. Da ist der andere. Welcher Level bist du? Auch Level 20, kann das sein? Okay, zweimal Level 20. Wenn ich sie umbringe. Level 20 müsste eigentlich gehen, aber ich habe nur 77 Pfeile. Nachher backen sie sich hier drunter. Aber wenn die da sind, kommen die nicht hierher. Fuck, noch einer. Ist ja alles voll. Boah, da sind Kano und Säbelzähne. Oh mein Gott. Das ist mein Easy-Gebiet hier. Mhm. Okay, also ich muss feststellen, dass beim Übergang das Essen ist weg und die Getränke wurden leer gemacht. Also Level 50, das ist schon eine andere Sprache. Richtig schön Hard Mode. Ja, das kann stimmt. Sein. Die Feldflaschen sind leer. Verdammter Mist. Das ist geil, ne? Ist ja nicht schwer genug. Scheiße. So, ich sitze auf dem Stein und bin am Erfrieren. Um mich herum sind nur dicke Raubtiere. Ja, ich habe hier alles voller Skorpione. Ich hab Skorpione, Kanus und Säbelzahn. Oh, sie haben mich auch entdeckt. Okay. Alle drei. Zwei zumindest. Ah, okay. Ich bin so weit hoch, dass ich wieder weg bin von denen. Okay, ich krieg jetzt langsam ein Frostbeulchen. Das ist natürlich schick. Fantastisch. Julian, musst du mal ausprobieren, ob das hardwaremäßig bei dir funktioniert. Ich hab hier ein Kano in der. Ja. Boah, ich. Zwei Kanos. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier Rabatz machen soll, weil ich sehe hier noch nicht mal den Weg hoch zu diesem Ding. Das ist, am besten verhalte ich mich irgendwie friedlich. Ja, ich habe ein Frostbeutchen, Julian, aber ich habe auch eine hohe Abwehr. Was zum Teufel ist das für ein Vieh? Ein Säbelzahntiger? Na, dann passt's ja. Was ist, bin ich nicht losgegangen?
Oh mein Gott. Hätte ich die Skorpione angemacht und wäre dann losgegangen, hätte mich der Säbelzahntiger zerrissen. So, jetzt ist es aber ehrlich. Sag, wo bist du ungefähr? In der Nähe von dem Roten schon? Ich bin, ja. Ich könnte mit einem Stein hinwerfen. Okay, ja, ich bin auch nicht mehr allzu weit, aber ich sitze wie gesagt auch auf dem Stein und um mich herum ist nur Scheißdreck. Ja, Scheißdreck und, ist es nicht. Säbelzahntiger und Skorpione habe ich hier. Ja, ich habe auch Skorpione, Kano und irgendwo sind die Wölfe. Das Problem ist, die kloppen sich nicht. Die sind irgendwie, die sind befreundet. Ja. Ich bräuchte irgendwas hier. Nein, das Problem ist, wenn ich hier irgendwas habe, was die besiegen kann, dann bin ich sowieso tot. Also es ist, okay. Wölfe habe ich noch nicht gesehen. Ich zur Genüge, wie du gesehen hast. Ja, habe ich gerade gesehen, ja. Oh, ich bin am Erfrieren. Ja. Das. Wie sieht's mit meiner Heilung aus? Ja, ich bin auch am Erfrieren. Dann muss ich jetzt eine Fackel anmachen. Okay, ich komme nicht mehr hoch, wo ich war. Scheiße. Die Fackel hilft auch nicht viel. Shit. Wenn ich mich zusammenkaue, bringt auch nichts, gell? Ich habe natürlich kein Campfire mit. Warum hätte ich es mitnehmen sollen? Das wäre zu einfach gewesen. Ja. Naja, ihr habt Klamotten an. Oh, ich habe eine Stelle gefunden, an der ich ein bisschen windgeschützt bin. Ich habe jetzt kein Erfrierungszeichen mehr, ich habe nur noch ein Kältezeichen. Ich habe ja auch eine Fackel in der Hand, die brennt aber nicht mehr allzu lange. Wie viel Uhr haben wir? 0.31 Uhr, das wird hart. Diese Aufnahme besteht wohl nur daraus, hier im Dunkeln zu überleben. Scheiße. Eine halbe Stunde Angst. So ein Mist aber auch. Ja, da kommt so richtig der Survival-Aspekt wieder raus. Ja. Ging uns zu gut auf das Center. Ja, es ging uns zu gut auf das Center. Genau, so sehe ich das aber auch. So eine Scheiße. Wie lange kann das Tier sozusagen in der Zwischenwelt sein, bevor es kaputt geht? 24 Stunden Realzeit. Realzeit, das war das, was ich wissen wollte. Okay, dann haben wir noch Zeit. Gut. Das heißt, mir bleibt jetzt erstmal nichts, als hier zu warten und nicht zu erfrieren. Hitpoints gehen wieder hoch. Ja, jetzt natürlich runter, weil, ja, ist klar, die Fackel muss an sein, sonst erfrierst du. Ja. Oh Mann. Das wird eine vielleicht nicht so spannend aufklappen. Scheiße, ich kann nichts machen. Was ist denn ein Tawny Dragon? Ich sehe es nur. Aber ich habe nie. Also. Kannst du beschreiben, was sie umgebracht hat? Oder war es einfach nur dunkel und du musst sagen? Aus wie eine große Eidechse mit Schuppen. Ah, okay. Ja. Hier sieht fast alles aus wie eine große Eidechse. toller Tipp. Nee, aber wie ist halt so ein Riesengecko? Okay, also auch mit so einem Kamm auf dem Rücken? Nein. Nee, kein die Kamm. Haben so einen schuppigen. Einen schuppigen. So ein bisschen wie. Die haben einen schuppigen. Wie Toothless. Wie Toothless aus. Einen schuppigen Rücken und. Und im Prinzip sowas wie ein. Wie so ein Rattenschwanz oder sowas, könnte man sagen. Hast du Drachenzähmen leicht gemacht gesehen? Nein, das habe ich mir geschenkt. Okay. Also gut, wie der Drache da dann sehen so aus. Okay. Schwarz und. Also wie eine schwarze Eidechse. Und die. Heißt mal Zorny Dragon, weil sie mit Dornen nach dir schießen. Ach, das noch. Okay. Mhm. Naja, klar. Wird. Klar. Das ist jetzt ein Raptor, der mich tötet. Ja, ich achte mal auf die Anzeige. Ich achte mal. Stimmt. Klasse. 45 Raptor. Oh mein Gott. Warum immer dasselbe nehmen? Ne? Man kann ja auch mal Abwechslung nehmen in dem, was einen umbringt.
Ich würde sagen, ihr Lieben, wir verabschieden uns an dieser Stelle, oder? Palen, was sagst du? Ja, ich sitze momentan noch eingekerbt. Eingekerbt und Gussmann stirbt 1000 Tode. Ich glaube, das können wir abkürzen. Bis, wir würden uns dann wahrscheinlich wieder melden, wenn Tag ist, oder? Ja, wir brauchen vielleicht Licht. Also ja, ja, ohne Licht haben wir keine Chance. Ich habe halt gar nichts. Ne? Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir kommen dich retten, sobald wir es bis zum Mal geschafft haben. Sobald wir was sehen, genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, sterben in der Wüste. Ja. Das ist so genial. Ja, ich...